Nordamerika in der Oberkreide vor rund 67 Millionen Jahren. Ein junger Parasaurolophus ist auf der Flucht. Am Rande eines Waldes bietet das dichte Grün ein geeignetes Versteck. Er wird von einem ausgewachsenen Tyrannosaurus Rex verfolgt, der seine Fährte aufgenommen hat. Der knapp 4 Meter hohe Koloss ist hungrig und hat seine Beute kurzfristig aus den Augen verloren. Derweil vertraut der kleine Hadrosaurier auf seine Tarnung. Doch die Augen des T-Rex sind scharf. Sie sind der entscheidende Faktor für den Jagderfolg des Raubsauriers. Durch seinen nach vorn gerichteten Blick überschneiden sich die Sichtfelder beider Augen. So entsteht ein dreidimensional wahrnehmbarer Bereich. Beide Augen sehen die Beute aus einem etwas anderen Winkel, sodass ein räumlicher Seeeindruck entsteht. Der scheinbar unauffällige Parasaurolophus löst sich räumlich von seiner Umgebung und ist enttarnt. Durch kräftiges Schütteln wird dem Opfer das Genick gebrochen. Abgenutzte Zähne sitzen nicht sehr fest im Kiefer. Daher können sie im Fleisch der Beute stecken bleiben. Den T-Rex scheint es wirklich zu stören. Denn er hat einen weiteren Vorzug beim Beutemachen. In Ober- und Unterkiefer sind Nachrückerzähne ausgebildet. Fällt ein Zahn aus, wächst ein neuer innerhalb weniger Tage nach. Der ausgefallene Zahn bleibt liegen. Er wird 67 Millionen Jahre später von Menschen gefunden und erinnert an jene spektakulären Ereignisse dieser Zeit.